Ja, hallo, Gerrit Mann von der Technocomposites Domine GmbH. Wie ihr wisst, sind wir immer auf der Suche nach Problemen, die wir mit Faserverbundwerkstoffen lösen können. Wir haben euch schon sehr viele Videos gezeigt, in denen wir Probleme unserer Kunden mit GFK-Profilen gelöst haben. Das konnten pultrudierte Standardprofile sein, so oder so wie in diesem Fall Dachblende, die dann halt mit einem Pultrusionsprofil gelöst wird, was ein spezielles Werkzeug erfordert. Aber es gibt natürlich auch genügend Anwendungsfälle, wo halt Pultrusion nicht die Lösung ist, also ein strankgezogenes Profil nicht verwendet werden kann. Und zwar überall da, wo es dreidimensional wird. Dreidimensional können wir mit Pultrusion nicht lösen. Da brauchen wir andere Herstellverfahren für. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Wir nähern uns ja immer von Seiten des Kundenproblems, schauen uns an, was hat der Kunde für Anforderungen. Und dann überlegen wir, können wir mit GFK helfen und wie kriegen wir es umgesetzt. Pultrusion, wie gesagt, nicht das Allheilmittel, weil immer nur zweidimensional. Teilweise sind auch die Mengen zu gering. Und dann setzen wir andere Fertigungsverfahren ein aus dem dreidimensionalen Bereich. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellen könnt, Außenverkleidung vom Bagger oder die Kabine, das sind oftmals schöne dreidimensionale Bauteile, die kann man wunderbar in GFK machen. Oder auch, wenn man zum Beispiel in einem Profil eine Vertiefung benötigt für einen Lautsprecher oder für einen Blinker oder sonst was, dann kann man das aus dreidimensional hergestellten Bauteilen machen, die man hinterher mit dem Pultrusionsprofil verheiratet. Oder die man natürlich auch alleine nutzt, wie bei so einer Baggerverkleidung. Lasst uns einfach mal fertige Bauteile angucken. Eins habe ich hier, den Rest sehen wir gleich in der Fertigung. Das hier ist ein Bauteil, was im Handlaminierverfahren hergestellt wurde. Man sieht hier, man hat eine gute Sichtseite und eine Rückseite, auf der ich die Fasern noch sehe. Beim Handlaminieren hängt die Wandstärke ja sehr stark vom Geschick des Laminierers ab. Ist eher ein Verfahren, um Kleinserien herzustellen. In dem Fall haben wir das gemacht, um es mit dem GFK-Profil später zu verheiraten. Um 3D-Bauteile herzustellen als glasfaserverstärkte Kunststoffe, gibt es verschiedene Verfahren. Da gibt es zum Beispiel das Handlaminieren, das Faserspritzen, Vakuuminfusion, RTM und RTM Light, auch andere Verfahren. Aber das ist alles, mit dem man so den Bereich kleine bis mittlere Serien gut abdecken kann. Was für ein Verfahren wähle ich, ist abhängig von der Losgröße, brauche ich eine gute Vorder- und Rückseite, unterschiedliche andere Parameter, Werkzeugkosten. Aber da helfen wir euch, das Richtige auszuwählen. Lasst uns mal in die Fertigung gehen. Wir schauen uns unterschiedliche Bauteile an. Also das, was wir hier haben, ist ein dreidimensionales Bauteil. Kommt aus dem Fahrzeugbereich. Hier kann man sehen, ist ein Handlaminat an der Stelle. Das erkennt ihr daran. Und auf der Rückseite diese Faserstruktur eigentlich ganz gut zu erkennen ist. Man hat auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Versteifungen einzubauen, Anschlagpunkte oder Anschraubpunkte einzubauen. Wandstärke bei so Handlaminaten ist ein bisschen variabel, also die ist nicht sehr gut einstellbar. Das muss man halt in Kauf nehmen. Hier seht ihr ein weiteres Bauteil, hat auch eine schöne Oberfläche. Man sieht auch die feinen, filigranen Konturen, die hier drin sind. Das ist das, was man an 3D-Bauteilen auch herstellen kann. Kann man sich auch vorstellen, das kann durchaus noch größer und komplexer werden, für zum Beispiel Fahrzeugverkleidung von Minibaggern oder solchen Sachen. Dieses Bauteil ist das Halbzeug, so wie wir es praktisch entwickelt haben. Das wird hinterher noch CNC bearbeitet, damit man hier saubere Schnittkanten hat. Dann kommen die üblichen Prozesse, Schleifen, Kleben, Lackieren, Endmontage, so dass wir das Bauteil hinterher kommissionieren und an unseren Kunden in der richtigen Kommissionierung und termingerecht ausliefern können. Frage, so ein Bauteil fällt natürlich nicht vom Himmel. Wie kommen wir da hin? Ich brauche irgendwas, was diese Kontur gibt. Dafür sind wir in der Lage, aus den 3D-Modellen von unseren Kunden abzuleiten, wie kann ein GFK-Bauteil aussehen. Da kommt also zu dem 3D-Modell unseres Kunden noch unsere Erfahrung. Dann haben wir hinterher eine Oberfläche, wo wir sagen, okay, die kann man so fertigen. Wir erstellen die Positivwerkzeuge dafür. Das machen wir auf der CNC-Maschine mit entsprechenden Materialien, so dass der Hersteller dieser Bauteile davon seine
Urform abnehmen kann, in die er dann rein laminiert, in dem Fall hier ja, über das RTM-Verfahren oder RTM-Light-Verfahren die Bauteile herstellt, sodass er also zweischalig arbeitet. Ja, aber das stimmen wir ab, die Sachen übernehmen wir für euch und kümmern uns darum, dass ihr hinterher ein Bauteil erhaltet, was einbaufähig ist. Was wir hier sehen, ist ein Bauteil, was im RTM-Light-Verfahren hergestellt wurde. Da gibt es also zwei gute Seiten. Ihr seht einmal diese Seite hier und die andere, beide sehr glatt. Das Bauteil wirkt so scheckig, das ist halt eins der ersten. Das hat keine gute Qualität, weil hier noch viele Lufteinschlüsse sind. Für uns ist es aber das erste Teil, was wir als Fräsmuster nehmen könnten. Und was man sehen kann, man hat wirklich zwei tolle Seiten, die von der Oberfläche her sauber sind. Die sind auch hier an der Stelle schon mal richtig befräst. Und diese Markierungen sind für aufzuklebende Halter. Das seht ihr hier, Halter aufgeklebt, aber die Befräsung hat noch nicht stattgefunden. Ja, und so sieht so eine Oberfläche von so einem Bauteil aus. Man könnte es auch noch so hinkriegen, dass die Oberfläche gleich schon ein Gelcoat hat, sodass das wirklich aussieht wie lackiert. Was wir hier sehen, sind Anbauteile. Man sieht also, 3D-Bauteile aus GFK müssen nicht unbedingt so groß sein wie eine Verkleidung von einem Radlader. Das können auch mal ganz kleine Bauteile sein. Hier seht ihr das zum Beispiel mit einer entsprechenden Kontur drin, die für Klebung verwendet wird. Hier auf der Seite ebenfalls. Man kann also sehr filigrane Konturen hinkriegen. Ja, und das hat schon eine Top-Qualität auf Vorder- und auf Rückseite. Was man mit dem Verfahren nicht hinkriegen kann, sind Hinterschneidungen. Wenn ihr euch dieses Bauteil anguckt, was ist nochmal eine Hinterschneidung, dann kann man das hier ganz schön sehen. Diese C-Kontur ist hier eine Hinterschneidung. Das heißt, da brauche ich irgendein Werkzeug. Beim Pultrudieren geht das natürlich, dass ich das Werkzeug so gestalte, dass ich es hinterher reinigen kann. Funktioniert natürlich hier beim zweischaligen Werkzeug nicht. Da kriege ich keine Hinterschneidung rein. Wir können uns aber andere Lösungen einfallen lassen, wenn man hier eine C-Schiene braucht. Hier ebenfalls noch ein kleines Bauteil. Man sieht aber auch, die Wandstärke ist eigentlich ja, sehr gleichmäßig. Hier auch noch zum Beispiel, um Vertiefungen zu haben für Lautsprecher, ist das natürlich ein sehr schönes Verfahren, um präzise Bauteile herzustellen, die man gut weiterverarbeiten kann mit einer tollen Oberfläche. Hier haben wir auch noch ein dreidimensionales Bauteil. Da seht ihr, hat auch schöne Konturen. Das ist ein Handlaminat, erkennt man wieder daran, dass man auf der Rückseite die ganzen Matten hat und hier ist ein zweites Handlaminat eingeklebt. Hier seht ihr die Sichtseite, das ist die Rückseite. Wir brauchen eine Hohlkammer dazwischen, deswegen war das die Lösung. Wenn man sich andere Herstellungsverfahren anguckt, dann müsste man praktisch ein Blech nehmen, das irgendwo verformen, in die richtige Kontur bringen. Kann man machen durch Stanzen, Pressen. GFK an der Stelle hat einen Vorteil. Ich kann auch in Kleinserien sehr spezielle dreidimensionale Konturen hinbekommen, weil ihr habt eine super Designfreiheit bei glasfaserverstärkten Kunststoffen. Ihr habt ein leichtes Bauteil, könnt mit einer Dichte rechnen von ungefähr 2 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist also deutlich leichter als Stahl oder auch Alu. Ja, ihr habt den Vorteil, elektrisch nicht leitend, es hat eine gewisse Schlagfähigkeit, also es ist nicht leicht zerbeult, wenn mal irgendein Stein reinfällt. Thermisch keine große Wärmeausdehnung, wie beim Alu. Wer den YouTube-Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, kennt die anderen Vorteile, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Ihr könnt die auch gerne auf unserer Website nachlesen. Ja, wenn ihr Fälle habt, wo ihr denkt, glasfaserverstärkte Kunststoffe können euch weiterhelfen, sprecht uns gerne an. Wir sprechen gerne mit euch euer Projekt durch, helfen euch und bringen euch eine Lösung. Wenn ihr jetzt kein Problem habt, was wir mit GFK lösen können, aber den Kanal spannend findet, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und wir wünschen euch viel Spaß bis zum nächsten Mal.